Hallo, hallo, hallo. Es ist sehr warm hier drin. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht, aber ich brauche den wirklich, sonst schmelze ich hier. Ich war ja heute Morgen auch schon kurz draußen. Das war noch ganz okay, angenehm. Also die Sache ist, diese Wohnung ist immer so warm und Lüften bringt hier leider so ungefähr gar nichts, dass man, wenn man morgens rausgeht, es halt erstmal draußen kühler ist als hier in der Wohnung. Also war das noch ganz in Ordnung, aber heute soll es wieder über 30 Grad werden und das wird echt unangenehm hier drin. Ich würde sagen, ich bin jetzt gerade so im Endspurt von der Kommunikationspsychologie-Modul, von dem Modul und werde halt bald irgendwann die Klausur schreiben. Ich weiß noch nicht genau wann, weil man kann die ja relativ spontan auch belegen und ich kann halt auch gar nicht einschätzen, wie lange ich brauche, um es auswendig zu lernen. Ich habe dann lieber noch ein bisschen mehr Zeit davor, als dass ich die jetzt schon irgendwie lege und dann merke, boah, es kommt gar nicht hin. Deswegen, ja, werde ich das, glaube ich, relativ spontan entscheiden, wann genau ich die schreibe. Aber ich habe mir auf jeden Fall am Wochenende überlegt, dass ich ein bisschen anders vorgehe, was das Lernen angeht. Ich habe am Wochenende noch die Zusammenfassung weitergemacht und mir fehlen jetzt noch zwei Stück zu den beiden letzten Lektionen. Und die beiden letzten Lektionen sind aber ultra lang und ich habe halt gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr auf die Zusammenfassung konzentrieren. Und es ist für mich relativ normal, dass ich so kurz vor der Klausur nochmal so meine Lernstrategie ende. Und ich werde das Ganze dann einfach ein bisschen anders angehen so und werde dann halt einfach die restlichen zwei Lektionen nur aus dem Skript lernen. Bin ich gerade noch dabei, die durchzulesen und zu markieren und so weiter und zu kommentieren, dass ich da auch gut mitarbeiten kann. Da bin ich halt gerade auch noch dabei. Also ich bin noch nicht ganz durch mit dem Skript, das durchzuarbeiten. Da habe ich auch am Wochenende ein bisschen dran gearbeitet, aber mir fehlen noch so anderthalb Lektionen, die ich halt durcharbeiten muss. Die restlichen Lektionen werde ich dann halt anhand meiner Zusammenfassung lernen, die ich halt ja schon gemacht habe. Aber so kann ich dann halt direkt einfach schon ins Auswendiglernen übergehen und vermeide halt, dass ich mich damit noch so viel länger rumquäle und mein Gehirn dann irgendwann so komplett die Lust darauf verliert, weil das ist bei mir schon ziemlich schwierig. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles so ein bisschen so ein ADHS-Ding, deswegen... Ich habe einfach gelernt, dass ich auf sowas am besten höre, weil mein Kopf einfach mit irgendwas nicht mehr klarkommt oder sagt, dass es zu langweilig ist, dann bringt es einfach überhaupt nichts, da irgendwie gegenzuhalten. Deswegen werde ich mich dem einfach annehmen und das hat es, wie gesagt, ändern. Ich glaube, fürs nächste Modul werde ich es auch direkt am Anfang schon ein bisschen anders alles machen. Die Art und Weise, wie ich mich darauf vorbereite. Aber das schaue ich halt dann, wie das dann kommt und wie das dann wird. Das heißt, für heute ist erstmal die Mission, das Skript zu Ende durchzuarbeiten. Und dann gucke ich mal, ich werde wahrscheinlich mit dem Auswendiglernen einfach dann vorne wieder anfangen, mal schauen. Aber erstmal muss ich das Skript fertig durcharbeiten. Und dann schaue ich mal weiter, aber dann geht es halt auf jeden Fall schon an dieses ganze aktive Auswendiglernen und so Klausurvorbereitung quasi. Was machst du denn da? Okay, ein paar Stunden später und ich bin endlich damit fertig, das Skript durchzuarbeiten. Also ich habe es jetzt komplett durch und markiert und so weiter. Heißt, ich werde mich jetzt daran machen, diese ganzen Sachen auch wirklich auswendig zu lernen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich doch vielleicht nochmal ein paar Karteikarten mache, aber nur so zu den allerwichtigsten Begriffen. Ich finde das für so ganz spezifische Begriffe eigentlich sehr praktisch, aber es gibt ja auch viel, was man so lernen muss, was nicht so ganz spezifische Definitionen sind quasi und kann man sich halt auch Karteikarten für machen, aber vielleicht mache ich es wirklich einfach für die wichtigsten Begriffe. Aber das schaue ich dann gleich nochmal, ob ich dann das Gefühl habe, dass mir das helfen würde oder nicht. Werde ich mal gleich gucken, wo ich mich hinsetze. Ich hatte überlegt, ob ich mich nach draußen setze, so in den Innenhof, aber es ist halt echt warm draußen und ich glaube, das wäre echt nicht schlau. Vor allem, wenn man dann so direkt in der Sonne sitzt. Ich glaube, das hält man nicht lange durch, deswegen lasse ich das vielleicht lieber. Ich hätte schon ganz gerne irgendwie einen Ortswechsel. Okay, ich habe mir jetzt mein iPad mitgenommen und mich aufs Sofa gesetzt und werde jetzt einfach
schauen, dass ich das möglichst auswendig lernen kann. Ich muss sagen, ich habe auch die letzte Nacht echt nicht gut geschlafen und ich merke das gerade total. Ich bin nicht mal direkt müde, so, sondern es ist irgendwie, ich merke das an meiner Konzentrationsfähigkeit und ich merke das auch irgendwie so daran, wie sich so mein Körper fühlt irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann das ganz, ganz schwer beschreiben, aber ich merke das leider gerade richtig und ich habe so, es war so weird heute Nacht. Ich habe so komisch geschlafen. Ich bin mehrmals irgendwie aufgewacht und habe immer ganz komische Sachen geträumt und im Endeffekt habe ich dann sehr, sehr, sehr wenig Schlaf nur bekommen und das war nicht so schön. Und sowas ist dann natürlich immer besonders blöd, wenn man dann irgendwie am nächsten Tag irgendwie versuchen möchte zu lernen oder irgendwas konzentriert machen muss. Aber naja, was soll man tun? Naja, genug davon. Ich werde mich jetzt ans Auswendiglernen machen und aber mal schauen, wie weit ich damit komme. Ich habe versucht, möglichst viel auswendig zu lernen von Lektion Nummer 1 und es hat ganz in Ordnung funktioniert, aber ich habe gerade das Gefühl, also ich merke schon, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Aber ich kann auch einfach immer ganz schlecht einschätzen, wie viel jetzt wirklich hängen geblieben ist. Deswegen werde ich jetzt versuchen, einfach von Lektion Nummer 1 mir nochmal so ein bisschen die Überschriften anzugucken und dann alles, was ich zu den jeweiligen Themen weiß, einfach aufzuschreiben. Also einfach nur so das runterzuschreiben, was ich weiß, weil so zwinge ich ja meinen Kopf, ganz aktiv darüber nachzudenken, was da schon drin ist und was ich mir wirklich gemerkt habe. Nachher in der Klausur muss man ja auch die ganzen Begriffe auch wirklich benutzen können. Also du musst ja dann auch bei den offenen Fragen zum Beispiel das ja auch wirklich richtig alles definieren können und so weiter. Und ich finde halt, wenn man das nur so versucht im Kopf abzufragen, dann kann man nicht so richtig kontrollieren, ob man das wirklich auch so, weiß ich nicht, richtig formulieren kann. Und ich finde, man lernt das halt dadurch auch einfach nochmal viel, viel, viel besser, weil ich jetzt gerade einfach gar nicht im Gefühl habe, was ich wirklich sicher kann oder wie viel davon ich sicher kann. Und ich finde es sehr hilfreich. Deswegen werde ich mich jetzt an meinen Laptop setzen und einfach, wie gesagt, zu Lektion 1 bzw. zu bestimmten Begriffen einfach so viel runtertippen, wie mir halt einfällt. Und dann schaue ich mal, ob das alles stimmt und ob ich überhaupt irgendwas in meinem Kopf habe. Okay, das hat eigentlich echt gut geklappt. Also hätte ich echt nicht gedacht, aber das hat richtig, richtig gut funktioniert. Können wir auch echt einiges schon merken, habe ich bemerkt. Das Einzige ist, dass ich manchmal nicht genau wusste, wie ich das am besten formuliere oder ausdrücken kann. Und genau das meinte ich halt vorhin, dass man das manchmal nicht bemerkt, wenn man anders auswendig lernt, dass man Probleme hat, das richtig zu formulieren, wenn man etwas definieren möchte. Und das habe ich halt noch gemerkt, dass das auf jeden Fall der Fall war. Aber ansonsten lief es eigentlich echt gut, würde ich sagen. Okay, ich habe jetzt schnell was gegessen und noch ein ganz kleines bisschen die Küche aufgebaut und sitze jetzt das erste Mal heute am Schreibtisch tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit woanders gelernt, aber ich saß heute noch gar nicht am Schreibtisch. Ich werde jetzt das Gleiche, was ich gerade gemacht habe, einfach weitermachen. Das heißt, so viel, wie mir einfällt, zu den Themen einfach aufschreiben. Ich bin da mit Lektion 1 noch nicht ganz fertig geworden, weil man da echt immer einiges schreiben kann. Aber es hat ja gerade ganz gut funktioniert, deswegen werde ich das jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen und dann mal schauen, ob ich dann mit Lektion 2 schon weitermache oder wie weit ich komme, sehe ich dann. Okay, ich habe jetzt das Ganze fertig gemacht für Lektion Nummer 1 und ich habe mir Lektion 2 schon mal ein bisschen angeschaut und versucht, ob ich da noch irgendwie ein bisschen was auswendig lernen kann. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich mich gerade nicht mehr so gut konzentrieren kann. Und deswegen werde ich, glaube ich, für heute erstmal Schluss machen mit Lernen. Manchmal kriege ich so gegen 10 Uhr abends nochmal so einen Motivationsschub und kann da nochmal was machen. Aber ich beende das Video jetzt schon mal trotzdem hier. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.